Ja, eigentlich war der Drops doch gelutscht in Sachen Zinsen. Nächste Woche, so war klar, wird die Fed die Zinsen um 0,25% senken. Jetzt aber über Nacht, sprichwörtlich über Nacht, hat sich das Ganze geändert. Einerseits durch Aussagen von Bill Dudley, ehemaliger New York Fed-Chef, und andererseits durch einen Artikel des Fed-Flüsterers Nick Timiraos. Und das hat Konsequenzen, denn jetzt ist eine 0,5er-Senkung plötzlich wieder im Spiel. Und das ist für die US-Notenbank eine eigentlich ungute Situation, denn seit den 1990er Jahren hat die Fed eigentlich nicht irgendwie in einem komplett offenen Spiel sich bewegt, hat also nie die Situation gehabt, nicht im Vorhinein zu kommunizieren, was passieren wird. Das nennt man im Notenbankersprech Forward Guidance. Und jetzt ist plötzlich die Situation da, dass wir wirklich das erste Mal im Grunde seit 30 Jahren nicht wissen, was am nächsten Mittwoch von der Fed entschieden wird. Und wenn die Fed zum Beispiel sagt, naja, wir senken doch nur 0,25%, könnte ich mir vorstellen, dass die Märkte enttäuscht sind. Wenn sie dann doch 0,5 senkt, dann ist die Frage, naja, warum habt ihr nicht schon im Juli die Zinsen gesenkt? Warum erzählt ihr uns die ganze Zeit, dass doch die Wirtschaft eigentlich gut aufgestellt ist? Warum senkt ihr dann um 0,5% die Zinsen, wie ihr es zum Beispiel 2007 gemacht habt? Also das ist jetzt echt eine komische Situation. Schauen wir uns das Ganze kurz mal an. Nick Timiraos mit diesem Artikel, der dann auch zu einem deutlichen Anstieg nochmal des Goldpreises heute Nacht geführt hat, wo er sagt, ja, also ich habe hier mit einigen FED-Mitgliedern gesprochen, die seien offen für eine 0,5er-Senkung, und auch mit einem Berater von Paul, der gesagt hat, ich persönlich würde 50 Basispunkte bevorzugen. Das hat dann schon im asiatischen Handel heute Nacht Konsequenzen gehabt. Hier sehen wir die Aussagen von Bill Dudley. Ja, ich bin dafür, dass es gute, oder es gibt gute Argumente für 50 Basispunkte. All das, wie gesagt, war eigentlich bis gestern komplett vom Tisch gewesen, hat aber jetzt echte Konsequenzen auch an den Märkten. Hier sehen wir mal, dass die Wahrscheinlichkeit jetzt ziemlich eng ist. Wir waren zwischenzeitlich wirklich genau 50-50 in Sachen 0,25 oder 0,5. Jetzt sind wir wieder 43 für eine 0,5er und 57 für einen großen Schritt. Und rechts in diesem Chart sehen Sie, wie massiv diese Bewegung ist, wie schnell das hier gegangen ist, und das ganz ohne Wirtschaftsdaten. Also, dass da irgendwie Inflationsdaten oder Einzelhandelsdaten oder Arbeitsmarktdaten gekommen wären, das ist nicht vom Tisch. Und die Wetten sind jetzt ins Kraut geschossen, dass die Fed doch eine 0,5er-Senkung macht. Und Randy Woodward sagt ja aus meiner Sicht zu Recht, also no way, dass die Fed das irgendwie so lässt bis kommenden Mittwoch. Sie muss in irgendeiner Form ein Signal geben, aber das Problem ist, sie kann kein Signal geben, weil sie in der Blackout Period ist. Also man darf sich vor dem Mittwoch nicht mehr äußern, also muss man irgendwie was anderes durchstecken, liegen. Da dürfen wir gespannt sein, was da kommen wird. Und hier sagte Craig Shapiro aus meiner Sicht zu Recht, also das ist wirklich eine ganz komische Geschichte. Das ist vor allem das Problem, dass bisher ja die Entscheidungen der Fed meistens einstimmig gefallen sind. Es gab einmal eine Abweichung seit Corona, aber ansonsten ist das einstimmig. Da sind so ein paar Kandidaten, Barkin, Bostic, und andere, die Bowman, die eigentlich überhaupt die Frage gestellt haben, ja, sollten wir jetzt schon die Zinsen senken oder vielleicht nicht am Jahresende, die erst kürzlich ihre Bereitschaft signalisiert haben, dass die Zinsen gesenkt werden könnten. Und die sollen jetzt einer 0,5er-Senkung zustimmen, unwahrscheinlich. Das heißt, man hätte wahrscheinlich 2, 3 Dissenter, also Leute, die sagen, nee, wollen wir nicht. Das würde wiederum eigentlich ein ungutes Bild auf die Fed werfen, während die Märkte ja auf der einen Seite sich sagen, oh, die Wirtschaft ist doch ganz solide, Soft Landing und so weiter, aber trotzdem eine 0,5er-Senkung erwarten, passt nicht ganz zusammen. Aber hier schreibt nochmal Jim Bianco, ist es dieser große Text, den Sie hier unten sehen, es gibt keine andere Gelegenheit seit den 90ern, dass es eine 50-50-Chance war, ein paar Tage vor eben dieser Entscheidung, weil es normalerweise diese Forward Guidance gibt. Jetzt hat ein Kommentator bei Finanzmarkt Welt, wie ich finde, sehr klug geschrieben, das wäre ein klares Eingeständnis, dass man vielleicht auch den eigenen Zahlen, den US-Zahlen, den offiziellen Zahlen nicht traut, denn die zeigen ja eigentlich ein robustes BIP, da ist doch überhaupt kein Problem, über 2% oder 3%, so war man ja zuletzt am Start.
Man sagte, der Arbeitsmarkt, der kühlt sich ab, aber wir kehren so zur Vor-Corona-Zeit zurück. Also man könnte auch argumentieren, es gibt keine Notwendigkeit für eine Zinssenkung, wenn man sich das ansieht, was die Fed sozusagen in letzter Zeit verlautbart hat. Und jetzt wird diskutiert, ob hier die Fed wirklich diesen großen Schritt macht. Vielleicht weiß sie etwas. Das ist ja das, was die Märkte immer so ein bisschen vermuten. Die Fed wäre schlauer, hätte mehr Einsicht, aber normalerweise ist das nicht der Fall. Wenn man jetzt die Zinsen um 0,5 senkt, dann würde man im Grunde zugeben, dass man hinter der Kurve ist bereits und die Zinsen hätte eben schon im Juli senken müssen. Und das wird man sehr ungern tun, das wird Powell sehr ungern tun. Deswegen würde ich ziemlich klar zur Richtung neigen, es wird nur eine 0,25% Senkung, zumal diese 0,5er Senkungen meistens erst dann erfolgten als erster Schritt, wenn wirklich schon die Dinge sehr im Argen waren, wie 2001 und 2007. Dementsprechend dürfte der Vorbehalt, dürfte die Hürde relativ groß sein. Man sieht seitens der Fed eine 0,5er-Senkung eigentlich so ein Stück weit als Notmaßnahme. Und so viel Not, auch wenn die Dinge sich jetzt deutlich verschlechtert haben in den letzten Wochen und Monaten, aber es ist jetzt nicht eine extreme Not, dass man irgendwie das Gefühl hat, man fällt jetzt komplett in ein Loch. Aber es gibt dann immer wieder diese Propagandisten wie Claudia Sahm, die Sahm-Rule ja erfunden hat, nach der ja eigentlich jetzt ein Rezessionssignal ganz klar getriggert würde. Sie selbst hat das jetzt gesagt, ja diesmal ist es nicht, aber sie fordert jetzt dennoch eine 0,5er-Senkung. Vor 6 Monaten hat sie gesagt, ja, also ich denke, die Arbeitslosigkeit, die bleibt ganz gering. Jetzt sagt sie auf CNBC heute, ja, also unbedingt die Zinsen um 0,5% senken, denn die Arbeitslosigkeit dürfte deutlich steigen in nächster Zeit. Wir haben immer, wenn wir diese Anstiege gesehen haben, der Arbeitslosenquote eine Rezession dann gehabt. Also der Druck auf die Fed ist groß und wir sehen auch seltsame Maßnahmen. Barr hat sich geäußert von der Fed, der für die Bankenaufsicht mit zuständig ist und der hat jetzt den Banken nachgegeben in Sachen Kapitalanforderungen, die hinterlegt werden müssen. Da ist man den Banken sehr, sehr, sehr entgegengekommen und da fragt sich auch, ist da irgendwas faul im Bankensystem? Wir sehen ja zuletzt, dass die Banken nicht gut laufen. Mehr dazu im zweiten Teil, denn die sitzen vielleicht auf einer Zeitbombe, könnte man sagen. Und die Frage stellt sich auch, naja, was bringt denn jetzt eine Zinssenkung? Die wirkt ja erst sehr verzögert praktisch in die Märkte rein. Das dauert dann vielleicht 9 Monate, 12 Monate, bis das überhaupt dann mal greift. Und das sehen wir zum Beispiel bei Kreditkarten. Wenn man hier Kreditkartenschulden hat in den USA, zahlt man ja derzeit so um und bei 22% Zinsen. Selbst wenn die Fed jetzt die Zinsen um 100 Basispunkte senken würde, also praktisch 4,025er-Schritte oder 0,5er-Schritte, so muss es heißen, dann würde es lange dauern, bis diese Zinsen, die man für Kreditkarten bezahlen muss, auf 19% sinken. Also das sind vergleichsweise kleine Effekte, die hier entstehen, zumal ja viele Kredite in den USA entweder fixiert sind auf eine bestimmte Laufzeit, also nicht variabel sind, die Kreditkartenzinsen sind variabel, oder andererseits sich an den Kapitalmarktzinsen orientieren, wie die Hypothekenzinsen zum Beispiel, die eben sehr stark gekoppelt sind an die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe, also praktisch den Kapitalmarktzinsen folgen. Die Kapitalmarktzinsen wiederum, die sind ja bereits gesunken. Und hier sehen wir mal auch, was da eigentlich auf dem Spiel steht. Wir haben alleine 22 Billionen Dollar, muss man sich mal vorstellen, in den letzten 5 Jahren bei Unternehmen gesehen. Also Firmen in den USA, 22 Billionen Dollar in 5 Jahren, ein Anstieg von 63%. Das ist enorm und diese ganze Geschichte natürlich auch von dem Staat, also diese Schuldenbombe überall. Hier sehen wir mal, jetzt hat ja das Finanzministerium gesagt, wir werden in 2024 das erste Mal über 1 Billion Dollar an Zinsen zahlen. Und selbst wenn die Fed jetzt morgen oder nächste Woche die Zinsen auf Null senken würde, würden wir nochmal eine Steigerung sehen aufgrund der bestehenden Verpflichtungen auf 1,4 Billionen. Wenn die Fed jetzt nur 1% senken würde, also von jetzt 5,25 auf dann 4,25, dann hätten wir wahrscheinlich 2026 eine Belastung von 2 Billionen Dollar. Also
Das ist eine Geschichte, die nicht mit einer Zinssenkung jetzt aus der Welt ist. Und die Märkte tun ja so, als wären wir jetzt in der allerbesten aller Welten. Und es ist auffällig, dass ja in diesem ganzen Wahlkampf keine Rede war von dieser Schuldenbombe. Die Amerikaner haben ein Ausgabeproblem, kein Einnahmeproblem. Die Ausgaben sind massiv nach oben gegangen und das führte zu Konsequenzen, die sozusagen durch die Fed, wenn überhaupt, nur abgefedert werden können. Und vor allem die schwächeren Konsumenten, wenn wir mal eben gucken, was den Konsum ausmacht, der ja so wichtig ist in den USA, die haben so wenig Sparvolumen wie normalerweise nur kurz vor einer Rezession, da ist nicht mehr viel drin und all das ist jetzt diese Abwägungsfrage. Auf der einen Seite habe ich wunderschöne Daten wie das BIP, auf der anderen Seite weiß ich ja bereits, dass viele Konsumenten Probleme haben. Das sehen wir im Autokreditbereich, Ally Financial mit dieser extremen Warnung. Wir sehen Wells Fargo, die Probleme haben. Wir haben JP Morgan gehört, der Bankensektor hat Probleme. Und das ist vielleicht jetzt dann nochmal entscheidend. Nächsten Dienstag, soweit ich es richtig gesehen habe, kommen ja nochmal die Einzelhandelsumsätze. Also ein Tag vor der Entscheidung der Fed und laut Bank of America dürften die deutlich schlechter ausfallen, als eigentlich die Konsenserwartung ist. Vielleicht fällt dann am Dienstag die Entscheidung und dann muss die Fed überlegen, wie kriegen wir diese Entscheidung an den Markt kommuniziert? Müssen wir da wieder Nick Timiraos irgendwie bemühen? Und nochmal zurück zur Situation des Konsumenten und der Politik. Hier sehen wir mal, wie stark bei der Verbraucherstimmung Uni Michigan, die heute veröffentlicht wurde, das Ganze auseinanderdriftet zwischen Republikanern und Demokraten. Die Demokraten werden immer optimistischer, die Republikaner immer pessimistischer. Und diese Umfrage ist noch kurz vor dem Duell abgeschlossen worden zwischen Trump und Harris. Und die Stimmung der Republikaner dürfte sich nicht verbessert haben nach diesem Duell, die der Demokraten allerdings schon. Die Leute erwarten kurzfristig weniger Inflation, aber längerfristig wieder etwas mehr Inflation. Also wir sehen eine leichte Stimmungsaufhellung, aber das sind immer noch Werte, die sehr, sehr gering sind. Im zweiten Teil wollen wir uns mal anschauen, wie die Märkte heute reagieren und warum es für Big Tech in der nächsten Woche echt kritisch werden könnte. Deswegen würde ich Sie animieren, erstmal diesen Artikel zu lesen. Nvidia, Oracle, Broadcom, KI-Euphorie ist wieder da. Das war ja einer der Treiber jetzt dieser sehr deutlichen Erholung, die wir gesehen haben. Und im zweiten Teil werde ich darüber sprechen, wie es weitergehen dürfte und warum die Big Tech Unternehmen aufgrund von Mechanik vielleicht nächste Woche ein Problem kommen. Also einschalten, Artikel lesen. Hier den Link zu diesem zweiten Teil packe ich wie immer unter das Video. Seien Sie dabei. Ich sage jetzt erstmal bis gleich. Servus, ciao.